Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier auf der wunderschönen Cantabria Infinity im LS19. Bei uns ist gerade der Herf unterwegs und tut die Baumwolle ernten. Wir haben in der letzten Folge schon geschaut, wir müssen noch einen Hänger dafür mieten, damit wir es zur Spinnerei bringen, weil zum einen geht es mit der Ernte nicht aus, der wird inzwischen einmal voll. Und zweitens haben wir gesehen, ob ein Verkehr mit dem Gerät durch und mitfahren ist keine gute Idee. Das, was wir jetzt aber machen inzwischen, während der dann auch fleißig am Ernten ist, wir schauen uns an, was Quarry ist. So, Quarry besuchen. Also, ich weiß, da war ja früher die Traum, die Trauben, die Weintrauben. Der ist jetzt weg und da ist jetzt. Sollte das ein Stein? Was ist das? Schaufel, Schaufel, Schaufel. Okay, super, gibt's. Hä? Was ist das? Also ist da echt. Da schnell. Was ist das? Schotter. Das ist echt der Schotterkrumm. Ich muss da Stein abbauen. Schotter abbauen. Statt Trauben gibt's halt Schotter. Okay. Was mache ich mit dem? Da brauche ich auf alle Fälle einmal einen Diesel. Da gebe ich Salz und schaut da eine. Also da gebe ich dann schaut da, der kommt da eine. Da haben wir gesehen, ist gestanden direkter Verkauf, gell? Wenn da direkter direkt zählt. Da kann ich es direkt verkaufen. Also da ernten, da eine verkauft. Oder ich hau einen Star da eine. Und Diesel eine. Ah, das sind zwei Anzeigen. Und krieg reinen Schotter und Salz, also dann. Vermut halt einmal. Da steht ja auch nichts bei dem. Nicht. Ist das kann man Überblick. Okay. Ist da eh? Also da kommen wir mit dem weiter. ABC, 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 ABC. Okay, für was das ist, keine Ahnung. Das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, was ich mit dem auffahren soll. Ich habe zurzeit absolut keine Ahnung.
Und da mit dem. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, in dem Tester, das ist Salzgestein anscheinend. Ich kann es dort direkt verkaufen. Oder ich fülle das Salzgestein da rein. Der tut es trennen, Salz und Stein. Weil ich glaube kaum, dass ich Salz und Stein teufeln muss. Wo soll rauskommen? Gesalzene Steine oder was? Mahlzeit. An Diesel muss ich natürlich einfallen, damit es da auch läuft. Da komme ich wahrscheinlich nicht auf, oder? Und dann sind da zwei Sachen. Da rauskommen. Ich vermute Salz und Stein kann ich da rausholen. Stein kann ich da direkt verkaufen. Viel schlauer sind wir nicht geworden. Ihr seid schlauer, B. Dann muss ich mal, würde ich mal jetzt ganz stark sagen. Hast du da selber Enten, mein Freund? Oder lässt du da was stehen? Ein Zopf lässt du immer stehen, ja. Aber der ist logisch. Wir voll bis 66%. Okay. So, was können wir angehen? Inzwischen können wir nicht verlagern, gell? Weil das ist noch nicht erntereif. Das habe ich da noch ein bisschen hingefunden schon. Schauen wir mal. So. Das da, 5er, ist abgeerntet. Also pflückt muss es einmal nicht werden. Das ist es gut. Aber es braucht Kalk. Und düngen muss es auch, gell, ja. Mit dem könnt ihr weitermachen. Ich schaute mal gut aus. Jetzt brauche ich nur einen Kalk- und Düngestreuer. Haben wir sowas? Ich vermute mal, nö. Der war direkt satt. War keinen Kalk bzw. Düngestreuer und dann machen wir wenn ne machen wir so Händlerpaste. Da war mir richtig. Wir brauchen, wo haben wir es denn? Düngetechnik. Der geht mit Kalker. Na, und wenn dann der Kleine, der Große, das ist nix. Das ist nix. Streuteller 6 Meter Streueinheit. 47.000, ein bisschen haben wir ja noch. Aufbau groß. Na, dann lassen wir noch auf klein. Abdeckung. Jo, lass mal. Los jetzt sowieso Abdeckung. Pflegebereifung. Ja, gleich mal Pflegebereifung. Das passt schon. Nachher fürs Düngen, das ist nämlich wurscht.
2 Teller, 6 Meter Einheit. Das kostet. Na, das lassen wir so. Darf man so wie er ist, so jetzt. Ist es so da nur umbauen können, noch immer. Kaufen. Ja, okay. Passt. Ja. Und du bist da fleißig noch unterwegs. Und wenn man. Ja, nehmen wir den. Nehmen wir einen großen. Kommen wir zum Händler, können wir den abholen. Wenn wir richtig erinnern, sind wir da zur Hauptstraße neu gekommen, der um die 4. Und die Wasserpfützen sind danach vor da. Ich hoffe, dass keiner kommt. Super, 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 super. Wo ist er? Oder drei Stelle. Und angucken. Wir brauchen Kalk. Jetzt bin ich neugierig, ob ich da oben. Warte mal, bevor ich da jetzt mit dem auf vor umsonst. Hey, ist das um das Query Kalk vielleicht? Gute Frage, nächste Frage, gell? Der steht da unten. So. Jetzt können wir da die Schaufel. Mal schauen, ob eins von den beiden da Kalk ist. Das mal danke, ich bin in dem Zustand. Hack, passt. Dann auf mit dir zum Hof. Wir haben Kalk. Wir haben Kalk im Hof. Am Hof. So. Im Hof, am Hof. Im Lager am Hof. So, Endgame haben wir jetzt 10.39 Uhr. Das passt da. Also da haben wir noch ein bisschen vom Tag noch was wir arbeiten können, bevor wir noch ein anständiges Haus bauen für die Schlaffunktion. Was ich glaube ich beim ersten Video erwähnt habe.
Was wir machen müssen, sobald du irgendwo so ein Haus ist mit der Schlaffunktion. So, da gehen wir ein bisschen näher. Wenn man auch als Gewicht hinten zuhängen kann. Man das Gewicht. So, muss man erst wieder an den ganzen da gewöhnen. Die erst schnell Steuerung. Und so dreieckig wie das fällt mir, wir brauchen einen Kircher auch noch. Wen brauchen? 2000 müsste reichen, oder? Und mir wird leicht reichen. Ein Kork hat es immer viel gebraucht. Dünger war nicht so extrem der Verbrauch. Wurscht. Aber da war schaffen noch eine. Prozent wird das sowieso nicht voll, der Schafe nur 99%, weil ich bin mit den 99% auch zufrieden. Und so. Steigen. Drei Schritte vor, einer zurück. Drei Schritte vor, einer zurück. Okay. Und das machen wir wieder mit Tastatur. Schau, dass der Heber bei meinem Lenkerl hier ist. Beziehungsweise er geht repariert einfach. Sagte. Mir aber gerade nicht zu legen. So, da und einsteigen. Bam, 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 bam. So. Der spritzt was ich leider nicht mehr. Das wird nur so ein kleiner. Es geht ja schon was weiter da.
Aber es ist noch sehr viel ausständig. Da noch sehr viele Fragen offen sind. Das Wichtigste betrifft die Produktionsstätten, wo ich auf eichere Höfe bislang gewesen bin. Dafür könnt ihr mich da ein bisschen mit Rat und Tat beistehen und mir sagen, wenn der Firmen muss ich die kaufen oder nicht. Ich glaube, wir hätten mit Kork voll machen können. Einmal auf und nieder fahren und 20% sind weg. Ist ein Scherz, oder? Einmal, da kann ich gleich auf und gehen. Weil da komme ich gerade einmal nach oben. Und danach muss ich schauen, wo ich den kaufen kann, Quark. Weil von dem werden wir noch brauchen. Wer bist denn du da? Schauen wir nachher. Schauen wir nachher, schauen wir nachher, schauen wir nachher. Wie weit der ist. Beziehungsweise ob er schon mal entlohnt hat. So. Hurra. Hurra. Hallo. Kann ich wohl hängen bleiben. Ist aber nichts passiert. Mein Goldfisch ist aber kaputt. Scoop Buddy. Scoop Buddy Buddy. Ich dachte, das wird der drehen, der Kapitän mit dem Fuß hin und her fort. Ich denke, gerade nichts. Brauche ich aber auch nicht. Ich fahre das alles im Blindflug an, wenn es sein muss.
Jetzt ist leer. Schlecht. Weil ich bin mir sicher, dass es für unseren für das, was wir brauchen, auch immer zu wenig ist und so fällt. Und müssen wir dann kaufen können. Gibt es eine Kaltstation zum Kaufen auch? Oder nicht? Oder nicht? Der ist eh noch unterwegs. Da hinten auf dem Feld sicher was liegen. Hoppala, beim richtigen Traktor. Also an von der Baumwollballen haben wir. So, jetzt können wir da weiter kalken. Um die 60% drehen. Jetzt wird sie nicht ausgehen. Wenn wir zum Händler noch fahren müssen, da kriegen wir auf alle Fälle die Bags, die Kalk Bags. Da muss ich mal schauen, was Query ist. Query. Vielleicht ist das Kalk. Kalkabbau. Könnte ich mir vorstellen. So. Haben wir sowieso einmal noch ein Nachgewendet in dem Sinn. Und ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet. Zufriedene Pflanzen. Super. Das ist ja großartig, dass ich da was freigeschaltet habe. Da brauche ich noch Kalk. Und das 6 Meter der Umbau, glaube ich, der wäre irgendwie auch nicht schlecht, wenn man ihn doch gemacht hätte. Naja, nichtsdestotrotz wie jetzt, aber wir heute die Folge beenden. Ich will schon, dass ich bis zur nächsten Folge auf alle Fälle mal das nachher offline fertig mache. Gefällt mit dem Kalken, weil allzu aufregend ist es eh nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich habe ich da einige zahlreiche Verbesserungsvorschläge von euch gekriegt. Wenn nicht, könnt ihr es in der Folge noch eine schreiben. Ob ich alles schaffe, noch umzusetzen oder nicht, kann ich euch noch sagen. Der Versuch ist es aber wert. Ansonsten kommt es halt bei den nächsten. Der LVC ist fertig, sehr gut. Das habe ich nochmal noch geordert. So, da komme ich einmal noch auf, da muss ich schon Kork kaufen gehen. Hurra! Wenn ich da überhaupt noch einmal hochkomme. 8, 7, 6, 5,
4, 3, das wird knapp, 2, 1 und Larifari. Ist ja gerade noch ausgegangen. Passt, liebe Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bitte schreibt wieder in die Kommentare von all meinen Fragen, was ich gestellt habe heute, die Antwort, wenn es eine habt. Ansonsten auch nach wie vor eine schreiben, passt der Ton, passt die Grafik, passt Video, wollt ihr Verkehr ein oder wollt ihr Verkehr aus? Falls was euch so einfällt, schreibt es mal ein. Ich bin über jedes Kommentar glücklich, damit ich weiß, was ich noch bearbeiten kann, was zu verbessern ist, wie ich was verbessern kann, auf alle Fälle. In diesem Sinne wünsche ich euch aber trotzdem noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.